30 Minuten um den Block gefahren, Parkplatz gesucht, Parkplatz gefunden, endlich Kasching. Und jetzt funktioniert der Parkautomat nicht. Aber ist egal, dann muss ich ja gar keinen Parkschein ziehen. Stimmt das? Das beantworten wir heute hier im One-Minute-Tip-of-the-Day recht einfach von Rühn. So. Du hast lange gesucht, du hast deinen Smart eingeparkt, quer, passt perfekt in die Parklücke. Und dann, wie geil ist das denn? Der Parkautomat ist kaputt. Super. Da kann ich mir ja ein Eis mehr leisten. Das heißt, der Parkautomat ist kaputt, dann gehe ich doch einfach und ziehe keinen Parkschein. Das ist leider nicht so, zu früh gefreut. Ein defekter Parkautomat berechtigt nicht zum kostenlosen Parken. Wäre auch zu schön gewesen. Genau. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon so im Gefühl, wenn in der Nähe, in der gleichen Parkzone ein Parkautomat steht, man vielleicht 50 Meter weiter gehen muss, dann muss man auch dahin gehen und dort den Parkschein ziehen und sichtbar ins Auto legen, damit das Ordnungsamt auch immer schön sehen kann, dass ihr einen Parkschein gezogen habt. So, der defekte Automat war kein Einzelfall. Ihr wart beim 1., 2., 3., 4., 5. Parkautomat. Keiner funktioniert. Aber jetzt kann ich doch wirklich umsonst parken, oder? Komplizierter Fall. Was nun? Leider immer noch nicht. Es ist wirklich nichts umsonst. Ihr habt es euch gedacht, im deutschen Ordnungswidrigkeitenrecht ist leider alles durchorganisiert. Wenn ihr jetzt auch beim 5. Parkscheinautomaten nicht euer Glück gefunden habt, keinen Parkschein ziehen könnt, dann müsst ihr eine Parkscheibe haben und diese Parkscheibe müsst ihr dann statt dem Parkschein gut sichtbar ins Auto legen. So, und welche Überraschung, auch ohne Parkschein darf man natürlich auch nur die dort erlaubte maximale Höchstparkzeit stehen. Und wie immer, wenn ihr die Parkzeit überschreitet, dann kann auch hier ein Bußgeld fällig werden. One Minute Tip of the Day, recht einfach von Rühn. So.